Es ist so sinnlos einfach. Es ist so sinnlos einfach, ganz ehrlich, es ist so ein Quatsch. Bitte sag mir, dass du wenigstens zu dumm bist, um dich zu ducken. Ja, danke schön. Jetzt rennt das Viech natürlich weg. Natürlich, dass es einen Vorsprung hat. Und jetzt dreht sich's wieder um. Natürlich. Ja, was für Zufälle. Ja, und natürlich ist die Axt weg, ist ja klar. Logisch. Ja, draußen fahren wieder irgendwelche Panzer oder so vorbei, ist klar. So, und du drehst dich jetzt auch ganz einfach so um, weil du weißt, dass ich hinter dir bin, ne? Ist natürlich klar. Ja, doch nicht. Sehr erstaunlich. Ich mache hier jetzt erstmal die Tür auf. Hinter uns ist alles gut. Ja, ist mir scheißegal, was da drin ist in dem Raum. Da ist sowieso nichts drin, weil wir sowieso nichts kriegen. Da war eine Kiste, da kriegen wir nichts. Ja, gehen wir einfach darunter. Gehen wir einfach darunter und machen weiter. So. Schön, schön. Hier ist wieder ein Kloakebecken. Ja, wow, da ist auch nichts. Na schön. Naja. Da ist schon wieder Scheinwerfer Harvey. Finde ich ganz toll, dass er auch wieder dabei ist. So. Cutscene. Thank you.
oh. Oh oh. Der sieht nicht gut aus. Der sieht ganz und gar nicht gut aus. Das ist eine Waffe. Get the weapon! Einfach nachladen. Okay. Wir haben unendlich Munition. Aus welchen Gründen auch immer. Oh nein! Scheiße! Da hat er einen Ticken zu lang gebraucht. Ja, ich hätte nicht nachladen sollen. Mist, Mist, Mist. Und ich muss zielen. Ich habe gerade gesprayt auf die Viecher, das ist nicht gut. So, weg mit euch. Ja, das war wieder scheiße. Mann, das ist immer so, das pusht immer so, das Spiel. Du musst immer auf 5000 Dinger gleichzeitig achten. Weg mit dir, weg mit dir. Jawoll. So, weg mit dir. Lass mal den hier wegrotzen. Was? Warum stand da jetzt instant vor mir einer? So, ich weiß schon, jetzt kommen die hier drüben. Nein, jetzt kommt der Javier. So, weg mit dir. So, dann weg mit dir. Kriegst du eine aufs Licht? Du kommst weg. Du kommst weg. Nachladen. Schnauze. Bist du hier endlich? So, jetzt aber, jetzt läuft's. Immer schön Munition hochhalten. Das ist solche Situation. Dass wir alle wegrotzen hier. Den kriegst du ganz sicher nicht. Und jetzt auf einmal ist die Munition leer, klar. Wenn Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden.
Mann, es waren gerade wieder so sinnlose Tode, ey. Auf einmal steht er da 2 Meter vor mir. Ich denke mir nur so, ja, wahrscheinlich. Alles klar, aber gut. Da ist ein Tresor. Oder vielleicht ein Klacken oder sowas? Nee. Keine Ahnung. Mal kurz wieder leiser. Also ich habe jetzt mal geguckt, ob man irgendeinen Klacken oder sowas hört, aber weiß ich nicht, wie man jetzt den Safe da lösen soll. Deswegen, ja, gut, müsste ich vielleicht mal eine Komplettlösung oder so schauen, dass ich weiß, wie die Dinger da funktionieren, aber ja gut, in der Komplettlösung steht einfach die Kombination drin und fertig, deswegen ist das jetzt keine so gute Idee. Achso, ja, da ging es nicht weiter. Da ging es auch nicht weiter. Also ist hier oben nur dieser Safe. Ja, schön. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles nur Schwachsinn. Ich meine, es würde mich zwar schon mal interessieren, was in dem Brief drin steht, aber ja, dann, naja. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Ja, einfach abknallen, oder was? Das Ding, die sich immer schön zurecht, einfach so, ja, entbehrlich, ja, knallen Sie einfach alle ab. So. Und bei mir im Hintergrund ist gerade die Hölle los, da fahren wieder alle Leute jetzt durchs Dorf, ist klar. So, dann würde ich sagen, wir speichern hier einmal. Genau um 11.47 Uhr. Jawohl, ne? Das nenne ich Timing. Ein bisschen geht noch. Platz habe ich auch noch auf der Platte. Okay. Ja, ich mache noch ein bisschen weiter. Vielleicht spiele ich den DLC jetzt auch durch. Ich weiß ja nicht, wie lange da geht. Keine Ahnung. Vielleicht spiele ich den durch, vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an, wie lange er geht. Und wie oft ich noch so komisch verrecken tue. Sebastian! Kippen! Joseph, warte! Genau, spreche ihn erst an, nachdem er durch das Tor gegangen ist. Das ist wieder gescheit. Ja, führt euch auf, habt ihr recht. Ist das eine Tür? Nö. Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Okay. Jetzt müssen wir hier die Maschine fixen, so wie es aussieht. Mit einer Sicherung. Ja, das wird nix. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da werden wir wohl oder übel noch was machen müssen. Aber hier nicht. Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Weißt du, wir machen hier die Tür auf und dann sind wir ganz easy wieder da, wo wir losgegangen sind. Ich glaube, wir müssen da rüber durch die Tür. Habe ich irgendwie so ein Gefühl, ich bin mir nicht sicher. Nee, da hinten. Da oben leuchtet's blau, aber die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Ja, ja, ist ja in Ordnung. Halt's Maul. Okay, das funktioniert leider nicht.
Ja. Gut, keine Ahnung. Da drüben ist jedenfalls eine Tür, aber keine Leiter. Ja, da kann ich Leertaste spammen, so viel ich will, da passiert nichts. Ich habe keine Ahnung. Das ist das hier nix. Das können wir nicht anstrahlen, das funktioniert von hier aus nicht. Ja, und hier waren wir ja schon. Tja, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll gerade. Absolut keine Ahnung. Kann ich über das, ich kann nicht über das Fass klettern, oder? Natürlich nicht. Natürlich kann man nicht über dieses simple Fass klettern. Ich erst. Ah, Moment, ich muss eine Sicherung einbauen, kann das sein? Map. Kann ja lang nach dem Weg suchen. Ach Mensch. So. Ja, hier unten sieht schon mal sehr vertrauenserweckend aus. Gleich kommt wieder so ein unsichtbares Viech und fickt uns. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, aber ist ja irgendwie so. Ne? Gehen wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Das ist wieder ein Tresor, von dem ich keine Ahnung habe, wie man die löst. Bestimmt muss man da irgendwas eingeben, was man irgendwo mal einen Hinweis drauf bekommen hat. Aber ich schaue mir doch hier alles 100% aufmerksam an. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, ich meine, ich würde schon gern wissen, was drin ist, aber ja. Ach so. Aha. Siehst du mal, da ist unser Hinweis. Zurück. Okay. Also die beiden hier und... Ah. War bei dem anderen Safe bestimmt auch irgendein Hinweis und ich habe den bloß nicht gesehen. Okay, das war also ein Safe. Ein Safe. Ein safer Safe. Ein versteckter Safe. Schön und gut, aber wie geht's jetzt weiter? Wir brauchen noch Sicherungen.